Moin Moin, willkommen zurück zum Ironfront Liberation 1944 Let's Play. So, wir sind nun in Mission 5, Großangriff, und wir haben den Sonntag, 1. August 1944, und es ist 6:30 Uhr in der Früh. Ja, heute stehen wir hier kurz vor der Ortschaft Kolo, hier, und in der letzten Mission sind wir hier durch Baronhof gefahren mit unserem Panzer und haben uns da durchgekämpft und sind dann dem Feind hier in den Rücken gefallen. Hier hatte der Feind ja Stellung und danach haben wir uns ja mit unseren eigenen Truppen hier wieder verbündet. Okay. Oder vereint, wäre ja richtig gesagt. Und nun ist unsere Aufgabe für heute, diese Seite des Flusses hier zu säubern, dieses Gebiet, damit wir hier wieder die Kontrolle über den Brückenkopf haben. Und dazu haben wir uns hier unten gesammelt und werden dann zusammen mit den Panzern auf das Angriffssignal warten und dann zu diesen markierten Stellungen vorstoßen und diese einnehmen und von jeglichen Feindkräften befreien. Ja, das ist erstmal unsere Aufgabe und mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu erzählen. Ja, den Artilleriebeschuss abwarten und dann unter der Deckung der Panzer die Stellung einnehmen. Achso, ja, wir wurden ja übrigens auch zum Stabsgefreiten befördert und offiziell zum Zugführer ernannt. Ja, unser Leutnant Martin Wulff kann das Ganze natürlich leider nicht mehr erleben, weil der hat sich ja für uns geopfert. Und Walter, unser ja quasi unsere rechte Hand, sieht das Ganze mit kritischen Augen, aber er hilft uns immer noch, wo er kann, und gibt uns Verbesserungsvorschläge, und wie wir schon schreiben, irgendwie scheint er es kommandieren zu kennen, aber er spricht halt nicht über seine Vergangenheit. Also irgendwas ist da im Busch. Na gut, dann würde ich mal sagen, auf geht's zum Brückenkopf. So, da sitzen wir schon in unserer Halbkette hier. Okay, Jungs, wir machen erstmal Formation Reihe Linie aufstellen. und Augenblick. dann Gefahr. Gefahr. So, okay, was haben wir da vorne? Da stehen schon unsere Panzer. Da Angriff oben abbrechen. Jawohl. Stellung gegangen. Schießen schon die feindlichen Stellungen. So, und ich hoffe, dass die Haltkette da gleich mal anhält und uns rauslässt und nicht weiterfährt. Das macht sie nämlich ganz gerne manchmal. Am Boden. Ah, ich habe die Mission schon mal angetestet hier ein bisschen. Ist teilweise vorgekommen, dass die Haltkette halt so ein bisschen zu weit gefahren ist und dann von den anderen Panzern zerstört wurde. So, Halbkette, halt. Schmeiß uns raus. Gut, man könnte natürlich jetzt auch selber Alle sagen, aussteigen. aussteigen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Zurück. Das soll ja eigentlich das Spiel automatisch machen. Oh. Kommt Zwei. hierher, Jungs. Gehen Sie zu Alle 50 Meter. hierher. Komm, komm, Alle hopp, 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 gehen hopp. Sie zu 50 Meter. Nordwestlich. Das meine ich. Das ist schon wieder beschossen, das alte Ding. Halb links hinten. Unbekannt. Mann. Bloß weg von den 50 Meter. Fahrzeugen. Na. Ja, gut. Die Hälfte ist schon tot. Super. Na gut, Jungs, dann lass uns mal. Auf geht's. Alle Gefahr. So, ein bisschen warten. Unbekannt. Okay, und weiter. Position. 0, 2, 2, 0, So, jetzt 0, müssen wir hier 1. bei den Panzern bleiben. Ja, das kann ja lustig werden hier. Feind, Mann, vorne. So, 200 laufen Meter. Erstmal bis zu den LKW da vorne. Alle, gehen Sie zu 50 Meter. Nördlich. So, hier erstmal ein bisschen Deckung suchen. So, seid ihr noch da? Alle Jungs? zurück. Okay, da oben kommt ihr.
Hopp, 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 hopp. So, können wir da schon was sehen? Nee, da oben ist erstmal keiner. Uiuiuiui. Da. Sind welche. Los, Feuer frei! Alle, Feuer frei! Alle, hinlegen! Alle, runter! Ich bin auch schon alleine. Ja, ich entferne mich ja schon nicht von den Panzern, ist ja gut. Nur wenn ich da drüber über das Feld laufe und die mich dann voraus, erledige, Maschinengewehr und das Mann, ist auch nicht Sinn der Sache. Meter. Okay, nochmal versuchen. Komm schon. So, ist dich daran. So. So, ich werde mal ein bisschen versuchen, ein bisschen weniger zu speichern. Ich glaube, da ja. Ein paar von euch haben sich ja beschwert. Aber das ist natürlich nicht ganz. Ganz drauf verzichten kann ich auch nicht. So. Ah! 4. Meine Haltung annehmen. Ist ja nun mal so, dass man hier nun mal eben kurz ein kleines bisschen seinen Kopf falsch über den Hügel stecken braucht. Man hat eine Kugel sitzen und dann, sagen wir mal, 5 oder 10 Minuten neu spielen, ist ja auch nicht gerade toll. So, hier ein bisschen. Ich glaube, die 4 ist schon wieder tot. Dann fahr doch nicht gleich so weit weg, gib mir noch ein bisschen Deckung. Panzer. So, okay. So, Angriff abgeschlossen erstmal hier. So, Schützengräben sichern. Jetzt müssen wir hier die Schützengräben sichern. Ich das lade erstmal nach mal eben. So. Das muss jetzt nochmal, wenn ich da jetzt reingehe, ich strecke da einmal meinen Kopf falsch, Kopf hier rüber. So, die sind nämlich schon da drüben, auf der anderen Seite. So, hier. Oh, oh. So, mit dem Deckung gehen hier. Das war ein bisschen schlecht geworfen. Der ist halt irgendwie oben in den Busch hängen geblieben. So, kommt her. Okay. Noch welche auf der Mütze hier? Okay, hier ist alles sauber. So, dann mal eben hier weiterlaufen. Das sieht auch gut aus. Läuft da hinten für ein Vogel rum. Das war keiner von uns. Wer für einer? Ich kann es nicht erkennen. Feind, Mann, vorne, 100 Meter. Das ist unser. Okay. Schützengräben gesichert. Ja, der eine, aber der Rest noch nicht. Okay, dann lass uns mal nochmal weiter. Schaut's hier aus? Alles sauber im Moment. Okay, dann können wir die ganze Reihe hier abklappern. Ein paar Handgranaten können wir noch gebrauchen. Hast du ein paar Granaten für mich? Bestimmt, oder? Entfernglas hast du auf jeden Fall. Das kann ich gebrauchen schon mal. Und die Pistole kann ich auch gebrauchen. Und was hast du denn noch, was ich nicht habe? Nichts im Moment. Maschinengewehr kannst du behalten. Okay, und weiter.
So, habt ihr noch Handgranaten für mich? Bestimmt. Bestimmt oder auch nicht. So, wie sieht's da hinten aus? Mal eben durchs Feldstecher gucken. Okay, da hinten lief doch noch eben einer, da habe ich einen weglaufen sehen. Ganz gut. Na gut, dann versuche ich mal da vorne hinzukommen. Ohne mich abschießen zu lassen. Ist hier noch ein Schützengraben? Ja, und rein da. Zack. So. Sauber, sauber, sauber. Was gibt's hier noch? Bin ja immer noch auf der Suche von Handgranaten. Oh, hier Handgranaten. Die kann ich gebrauchen. Jo, super. Schießt mich nicht ab hier. Sag euch das. Der ist erledigt. Das sieht auch gut aus. Oder? Mal kurz gucken da. Wenn wir hier so reingehen. Jo, da geht's wieder raus. Okay. Da hinten noch irgendwas zu sehen. Wenn wir das Feldstecher nehmen. Nö, okay. So, und weiter hier. Sieht ganz gut aus hier im Moment. Der ist auch kaputt. Ja, ein bisschen Limbo. Limbo machen. Zack, zack, zack. So, und weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, ich habe die KI natürlich auch. Ich spiele zwar auf dem Kadettenmodus, aber ich habe die KI auf 100% gestellt. Also daher ist das schon. Ist die KI schon anspruchsvoll. In Führungszeichen. So. Und. Wie gesagt, den Rest an Einstellungen habe ich auch alles auf. Also Veteran gestellt. Ich habe ja Kadett nur genommen, den Schwierigkeitsgrad, damit ich speichern kann. Nochmal. Okay, da ist noch einer. Na, wo bist du? Da vorne! Jetzt habe ich... so. Jetzt habe ich ihn, ja, im letzten Moment habe ich ihn gesehen, wo er da oben am Nachladen war. Scheiße. Naja, mal gucken. Gleich mal ein bisschen woanders hingehen und dann von da aus erledigen. Mal gucken. Vielleicht kann ich ihn ja von hier treffen. Auf 200 Meter stellen. So, der war da oben. Da oben war der. Guck mal, ob ich den treff. Wahrscheinlich nicht. Ja, okay, dann muss ich das mal eben anders machen. Und raus hier und. Leiter. Zack, einfach hochlaufen. Versuchen den irgendwie ein bisschen zu flankieren. Was ist das? Sieht aus wie ein Minenfeld. Da ist auch noch einer. Ey. Vielleicht sollte man nicht im Laufen schießen. Toll. Mann, ey. Okay. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Okay. Nächster Angriff auf die nächste Stellung. Okay, geht los. Das ist denn da vorne hinterm Hügel. Okay.
Wie mache ich das am klügsten? Am besten hier auch von der Seite wieder flankieren. Denke mal, das wird am besten funktionieren. Dreck jetzt drauf loslaufen, macht keinen Sinn. Die werden einen gleich erledigen. Halb links. Würde ja heißen von da. Na okay, egal, wir haben einen Befehl. Dann wollen wir den anderen sich erstmal drum kümmern. Ich will ja schon wieder rossen. Ja. Ich höre da schon wieder rossen. Genau. Das waren seine letzten Worte. Dam, 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 dam. So, super. Jetzt bin ich hier nämlich im Schützengraben noch. Ganz klasse. So. Okay, erstmal die vorne hier erledigen. Komm, gib mir mal die Pistole. Moin, Jungs. Zack, okay. Gut, ja, ist das auch geschafft. So, okay. Dim, 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 dim. Ist da denn immer noch einer drinne? Das gehe ich gleich mal überprüfen. So, nochmal hier eine Knöpfle drücken. Wo, von da vorne irgendwo kam die? Springe ich hier erstmal in den Schützengraben hier, in die Stellung rein hier vorne. Denn da sind noch welche. Aha, ich stehe ja schon wieder unter Beschuss. Moin. Mann, ey. So. Zack, auch erledigt. Ja, okay, super. So. Ja, schön, dass er denn sagt, Schützengräben gesichert und so, aber wenn hier noch so ein MG-Nest noch nicht gesichert ist, das bringt's dann ja auch nicht. Okay, und weiter geht's. Das waren die nämlich, die mich erledigt haben. Vielleicht. Oh Mann, ey. Die Mission ist echt nicht ohne. So, komm schon. Komm in die Gänge. So, wo hocken die schon wieder? Ah, verdammt. Vorne rechts irgendwo. Hinter uns auch. Ich glaube, hier sind überall noch versprengte sowjetische Soldaten. Also ganz sicher ist das hier noch nicht, so wie die sich das denken. Naja, ist okay. So. Ich denke mal die 4. 4,
Lage melden. Meld mal Lage. Die wird wahrscheinlich tot sein. Voraus. Feind. Mittlere Entfernung. Halb rechts hinten. Unbekannt. So. Wenn wir zu der Hütte laufen da vorne. Okay. So, wir sind denn jetzt irgendwo. Moment. Irgendwo hier. Jetzt laufe ich mal. Okay. Richtung stimmt schon. Hier runter und dann flankiere ich die von der Seite. Was kommt hier für ein Panzer an? Das sind unsere, okay. Okay, erstmal noch weiterlaufen hier. Moin Jungs. So. Zack. Na gut, dann auf geht's. So. Panzer als Deckung nehmen ist natürlich auch nicht so dolle. Schützengräben gesichert. Ja, super. Ah, Moment mal eben. Muss man eben die Aufnahme eben neu starten. Die Frames sind schon wieder so ein Keller. So, da bin ich wieder und es geht weiter. Ich musste mal eben das Spiel neu starten, weil die Frames schon wieder in den Keller gefallen sind. Also gefallen dann runter auf irgendwie 10. Damit kann man ja überhaupt nicht mehr spielen. Irgendwie leidet einem von immer noch ein bisschen unter Performance-Problemen ab und zu. Dass die Frames einfach zack, Keller fallen. Und ja gut, wenn man weiterspielen würde, irgendwann würden sie auch wieder steigen. Aber das Ganze mit Aufnahme und so, das geht nicht. Da hilft ja nur einmal das Spiel neu starten. So, zack, hier rein in den Schützengraben. So, alles kontrollieren. Wenn noch irgendwo versprengte Einheiten sind. 200 Meter. Aber es sieht soweit erstmal ganz gut aus. Okay. Auch erledigt. Aha, da vorne sind noch welche. Gut. Die schnappe ich mir jetzt erstmal. Okay, Minenfeld voraus. Verstanden. Halb rechts. Feind. Haubitze. 50 Meter. Minenfeld. Ja, hier. Zack. Minenfeld. Das heißt, wir können diese Stellung erstmal hier nicht einnehmen. So, lassen wir mal hier raus. 2. Folgen Sie. 1. 3. Folgen Sie. 1. 5. Folgen Sie. 1. Deckung gehen hier. Folgen Sie. 1. Aha, also. Neue Einheiten. 8. Folgen Sie. 1. 9. Folgen Sie. Geht mal erstmal dahin. Alle. Gehen Sie zu 50 Meter. Dann nordwestlich. Reihe habt 10. ihr noch. Folgen Sie. 1, Gefahr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gefahr. Da liegen doch auch noch. Da sind auch noch welche im Moment. Ich kümmere mich mal um die beiden. So. Okay, das war schon mal nichts. Nur im Nachladen. Und. Komm schon. Jo, jetzt. Und den letzten noch. Jo, auch erledigt, okay. Super. Dann können wir ja weiter. Bei 4, was ist mit 4? Meldung durch. Man weiß es nicht. Okay, Jungs, dann zurück Informationen. Und ich mach nochmal das hier. Zack, und dann geht's weiter. Zu den, ja, Mörserstellungen, die wir jetzt hier vernichten sollen. Okay. So, Richtung stimmt, gehen wir hier runter und werden die hier von der Seite aus flankieren. Okay, das ist zumindest der Plan.
gucken wir, ob das so umgesetzt kriegen. Jetzt werden wir mal ein paar Handgranaten geben. Ja, so ein Scharfschützengewehr wäre jetzt auch nicht schlecht, ne? Aha, du hast noch welche. Jo, gib mal her. Zack. Okay, und weiter. Handgranaten sind immer gut. Um so ein paar Gegner auszuschalten, die sich irgendwo hinter befinden. Wenn die schon darauf warten, dass man darüber gerannt kommt über den Hügel. Okay. Stellt mal auf wachsam. Bewegt euch mal ein bisschen schneller hierher, bitte. Okay, da sieht das ganz gut aus. So, seid ihr da? Schützengräben gesichert. Okay. Ja, der eine hier noch, ne? Der ist noch nicht gesichert. Na gut, ist egal. Jetzt erstmal die Ole Mörser-Stellung da ausschalten. Wo seid ihr denn jetzt? Naja. Okay. Geht einfach mal dahin. Alle, gehen Sie zu 200 Meter, nördlich. Wenn ihr denn irgendwann so weit seid. Was haben wir da? Feind. Pff. Ja. Feind. Feind, 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 voraus. Haben sie den erledigt? Ich hoffe. Ich hoffe es. Noch einer zu sehen? Nee, Moment nicht. Könnte aber auch sein, dass der weggerannt ist. Ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Okay, wo seid ihr? Aha, da kommt ihr. Super. 7, meine Haltung. Alle, meine Haltung annehmen. Okay. Ist der schon wieder da? Da hinten läuft noch einer. Komm schon. Bleib stehen. Ah, das ist natürlich jetzt die Entfernung mit dem Ding zu treffen. Hm. Wird nichts. So, nun mal ein bisschen zügiger hier. So. Der Angriff ist immer noch nicht abgeschlossen. Dum, 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 dum. Wir werden nicht nochmal eben die eine Stellung da ausheben müssen. Ja, machen wir denn jetzt nachher. Okay. Und übersetzen. Zack, zack, zack. Da hinten ist auch irgendwie noch, pumpt noch ein Fahrzeug rum. Mal gucken, ob wir, was das ist. Vielleicht können wir das ja erobern. Na, was bist du? Was brummt da rum? Hä? Da hinten noch weiter? Ja, sieht so aus. Oder hört sich's an zumindest. Okay, dann müssen wir hier ein Stückchen weiterlaufen. Na, auch nichts. Dann muss es hier vorne sein. Hä? Etwa da vorne am, hier vorne am Strand? Da. Da steckt ein Panzer fest. Ja, das tut mir jetzt aber leid für dich. Oh Mann, ey. Okay, also
Der ist schon mal ausgeschaltet. Ja, jetzt habe ich natürlich auch nichts mit, um ihn zu zerstören, ist aber auch eigentlich nicht so wichtig. Der hat sich ja quasi selbst ausgeschaltet. Okay, das heißt, wir sind jetzt hier bei der Brücke. Dann ein Stückchen weiter erstmal. Konnte schon was sehen? Nö. Okay, und weiter geht's. Oh, da. Oh, oh, da vorne stehen schon Jeeps. Ist da denn schon die Mörserstellung? Sieht so aus, oder? Eben hier ein bisschen hoch robben. Hopp, hopp, hopp. So, können wir schon was von hier aus sehen? Das sieht gut aus da. Da steht nur noch ein Panzer. Ah, der ist aber. Der ist aber zerstört. Okay, da steht einer, da steht noch einer. Gehen wir noch mal ein Stückchen vor. Da liegen noch. Da liegt einer, da hockt einer drin. Ah, das sind die an der Mörser. Am Mörser, okay. Ja, das sieht gut aus. Da ist auch keiner mehr. Was ist mit dem Panzer da? Der könnte noch aktiv sein. So. Und. Wurf. Komm schon. Ah, zu hoch. Ah. Okay, hab ihn. So, und den noch. Das war schon mal nichts. Ah, muss ich hin. Hopp. Auf geht's. Die erlege ich direkt. Das ist einfacher. Lebt der dann noch? Ja. Okay. Ja, der ist aber erledigt. Super, okay. Und jetzt bist du dran. Na. Oh Mann. Sag mal. Müssen wir jetzt mich irgendwie ärgern? Hi. Ja. Sagt er jetzt einfach mal nicht zu. Braucht man nicht viel zu sagen. 200 Meter! Sehr gut! Die Mörserstellung wurde gesichert! Wir kehren zum Dorf zurück! Alle, gehen Sie zu 50 Meter, südwestlich! So, okay. Zack! So, was sind denn unsere nächsten Aufgaben? Ja, Angriff noch weiter. Gefechtsbericht. Hauptmann von Harnsberg. Sollen wir den Gefechtsbericht übergeben? Oder einen Gefechtsbericht erteilen? Naja. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Gut. Dann ist erstmal wieder mal eine halbe Stunde rum. Und dann mache ich hier erstmal wieder einen Cut und sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.